Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Das erste, was wir machen, ist einmal shoppen gehen. Ich glaube, ich habe aber tatsächlich nur. Na, okay, die halten sich mit Bolzen. Komm, füll mal auf. Oh, ich habe gerade echt viel Geld. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Ach, komm, ey, jetzt. Nervensäge. Ich wollte aber Eco kurz. Nee, nicht Inventar. Gang-Upgrades könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken. Da habe ich noch gar nichts. Rerooks erhalten im grundlegenden Kampftraining. Momentan haben sie Level 5. Haben ein grundlegendes Kampftraining. Achso, haben sie schon. Achso. Investieren sie in Rooks. Ah, nee, haben sie noch nicht. Kaufen sie Kutschenführer Rooks. Halten sie in den Straßen anders nach ihnen Ausschau. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Speer-Archetypen. Speer nutzen ihre Schusswaffen öfter als andere Archetypen. Scheint das Land verlassen zu haben. Fahrzeuge der Pleiters sind nun weniger widerstandsfähig. Ja, okay, das ist nicht schlecht. Die Polizei drückt bei einer ihrer illegalen Handlungen ein Auge zu. Das könnte man eigentlich mal machen. Das schadet nicht. War jetzt auch nicht günstig, aber wie gesagt, wir hatten jetzt gerade ein bisschen Geld übrig. Was ist das hier? Bei dem Namen Fry gefriert ihre Feinde das Blut in den Adern. Die Pleiters werden in den Straßen keinen Streit mehr mit ihnen anzetteln. Das ist natürlich nicht schlecht, aber das ist sehr, sehr teuer. Die besten Londoner sind die Kinder. Sie erhalten bessere Beutestücke, wenn sie mit Hilfe von R1 mit ihnen interagieren. Joa, kann man machen. Erhöht die Beliebtheit der Growlers. Halten sie nach weiteren Ausführungen dieser Lieblingskutsche in Londons Straßen Ausschau. Habe ich noch nicht. Medizinmarkt. Na gut. 50% Rabatt auf halluzinogene Bolzen. Boah. Bierkutschen fahren durch die Stadt. Überfallen oder eskortieren sie, um Geld zu erhalten. Kaufen sie Pubs in der Stadt, um das Einkommen des Zugs zu verstärken. Oh, spannen sie Straßenfußball. Oh, das ist sehr teuer. Ich glaube, das mache ich dann mal als nächstes. Aber dann spare ich jetzt doch mal erst wieder ein bisschen Geld. Und ich würde auch tatsächlich sagen, wo war das denn jetzt? Hier unten. Überdosis. Da machen wir uns auf den Weg hin. Da brauche ich einen Schnellreisepunkt für. Da habe ich tatsächlich nur den rechts hier bisher. Nein, das war... Du sollst ihn dir nicht als Weg markieren, du sollst ihn benutzen. Da! Ja! Dankeschön. So, tschüss. Der komische Typ, der da hinten was von mir wollte. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich weiß jetzt nicht, was für Neville das hatte, aber das kriegen wir doch bestimmt hin. Also das jetzt eben, die Sequenz Nummer 4, lief ja auch sehr geschmeidig. Ich habe mich jetzt sehr auf dieses... Oh, das sieht echt schön aus, aber der Umhang passt wirklich nicht mehr dazu. Aber da kann ich jetzt leider nicht drauf achten. Alle anderen, die da passen würden, sähen nicht so geil aus. Nee, und in der letzten Mission habe ich mich jetzt sehr auf dieses Pfeifen auch beschränkt. Aber ich meine, wenn's wirksam ist, dann pfeife ich auch gerne mal eine ganze Mission über. Also wenn das so funktioniert, dann behalte ich das auch gerne bei. Okay. Ladebildschirm Nummer 2. Guti. Einkauft habe ich ja gerade. Ich kann mich eigentlich... Ich frage mich jetzt, ob das sie ist oder für Jacob. Egal, ich mache mich einfach mal auf den Weg hin. Unterwegs irgendwas Interessantes. Da hätten wir eigentlich noch eine Kiste, die ich mitnehmen könnte. Gut, Helix Glitch ist jetzt nicht so. Komm, wir machen uns einfach mal auf den Weg. Krieg ich deine Kutsche, Dude? Du kriegst sie irgendwann wieder. Versprochen. Oh. Ich komme gleich zurück, Kutsche. Wo ist denn der Zivilist? Wo ist meine Kutsche? Gern geschehen! Wo ist meine Kutsche? Wo ist meine Kutsche? Wo ist meine Kutsche? Die ist doch einfach nur weitergefahren. Oh. Ist sie da? Ja, ich glaube, das ist sie. Er musste beschützt werden. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin ja schon auf dem Weg. Hui! Oh, oh, nicht schon wieder. Es ist die Batterie schon wieder fast leer. Ich muss mich echt mal angewöhnen, die, bevor ich bei der PS4 aufnehme, richtig, richtig ordentlich aufzuladen. Weil ich kann sie, während ich spiele, beziehungsweise während ich aufnehme, kann ich sie nicht aufladen, weil dann ein nerviges Steuergeräusch entsteht. Das mich immer noch sehr ärgert. Aber ich denke, jetzt sollte es auf jeden Fall hinbekommen. Nee, das ist aber, glaube ich, eher... Ah, sorry. Also wenn er jetzt da rumsteht, dann ist das wahrscheinlich eher für den lieben Jacob gedacht. Deswegen wechseln wir einmal kurz. Und dann geht's weiter.
geht's weiter. Überdosis Jacob infiltriert die mysteriöse Anstalt von Lambeth, um Dr. Allison zur Strecke zu bringen. Auf geht's. Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starix Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Aber mehr als gerne. Oh, I like him. Oh Gott. Achso, aber kein Feind? Okay. Oh, aber da ist jetzt eigentlich schon feindliches Gebiet. Ich soll aber erstmal den Aussichtspunkt. Kann ich hier? Das sind meine Leute. Warum hängt ihr hier rum? Ist ja lustig. Na gut, aber ich soll jetzt erstmal hoch, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Okay. Auch schon geheime Eingänge. Das ist gut zu wissen. Wo ist denn hier der Aussichtspunkt? Das ist doch da oben. Aussichtspunkt erreichen. Ja, okay, jetzt geht's auch wieder hoch. Das war komisch. Ah, hier ist ein Eingang. Oh nein! Geh nochmal runter. Ich glaube, so geht's schneller. Das mit dem Eingang ist gut zu wissen, die merke ich mir. Ha, aber eigentlich... Egal. Wenn wir jetzt schon mal hier oben sind... Ich glaube, ich hatte was missverstanden, aber wenn wir jetzt schon mal hier oben sind... Wir sehen nicht wirklich viel. Ja, ich komme jetzt nicht wieder so runter. Aber was will er mir hier mit Aussichtspunkt sagen? Ist da unter mir irgendwas, wo ich auf jeden Fall hin soll? Aussichtspunkt ist ja eigentlich was anderes. Okay, warte mal. Ich gehe durch die Tür, durch diesen Geheimgang, den ich hier eben irgendwie gesehen habe. Nein! Jut! Geh einfach da runter. Okay. Schön, dass ich hier einigermaßen richtig bin. Ja. Darf ich die umbringen? Ist hier überhaupt Sinn, lang zu gehen? Man beschrieb es mir als geheimen Eingang. Deswegen nutzte ich es. Okay, gehen wir wieder in den Schleichmodus hier. Nehmt ihr den Schlüssel ab und feuert sie einfach. Ich weiß nicht, ob ich die töten darf. Kriegen wir alle Ärger. Ich versuche es erstmal nicht zu tun. Oder irgendwie lang zu kommen. Ich sollte sie vielleicht hier von wegen betäuben. Oder ich laufe einfach einmal im Kreis und er ignoriert mich. Ah, doch, das gefällt mir. Jetzt fällt nur nicht hängen. Okay, da stehen meine Leute. Wissen. Hier ist jetzt
auch nichts. Wo finde ich jetzt den Doktor? Wie komme ich schon dahin? Oh, Jesus. Okay, der war hier gar nicht. Was? Die folgende Anwendung. Was? Was ist denn dein Aktionsvorschlag? What? Was passiert jetzt, wenn ich es einfach neu starte? Oh Gott, was ist denn jetzt gespeichert? Das ist für eine Phase. Ja, schön, dass jetzt irgendwas hier installiert und so. Und oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Warum passiert sowas? War das ein Bug? Und ich erzähle noch groß und breit in der letzten Folge, wie geil ich dieses Spiel finde. Es ist immer noch geil, aber das war jetzt ziemlich uncool. Besonders, weil ich nicht weiß, warum mich jetzt rauslässt. Komm, mach hin. Start. Jetzt kommt mein Controller, macht's halt auch nicht mehr lange. Das war gerade mein erster Gedanke, dass man irgendwie sagt, hier Controller. Das wäre schon beschissen genug gewesen, aber was ich jetzt hiermit anfangen soll, weiß ich noch nicht. Poison Recipe, wir kommen zurück. Naja, mach. Weiter. Shit, wo lässt er mich denn jetzt raus? Ich muss jetzt bestimmt nochmal in das ganze Haus reinkommen, was jetzt tatsächlich nicht so schwierig war. Ich denke, die Synchronisation auf dem Dach wird auf jeden Fall gespeichert haben. Wahrscheinlich stehe ich da jetzt. Damn! Warum? Warum, Spiel? Erklär's mir! Ich versteh's nicht! Ja, es ist mir sowas passiert. Deswegen laufe ich vor lauter Wut einfach mal im Kreis. Ganz schnell! Und dann laufe ich wieder zurück! Jetzt komm, ey, ich will echt wissen, wo du mich jetzt rausgelassen hast. Ich hab ein bisschen Angst davor. Spiel. Das war jetzt echt höchst unerfreulich. Das hier ist auch höchst unerfreulich. Jetzt. Ich will es nicht wissen. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich will es echt nicht wissen, wo bin ich. Oh, Jesus Christ, das war so klar. Okay, dann gehen wir nochmal hoch aufs Dach. Kannst du dich denn nicht oben irgendwie? Ah, ganz tatsächlich. So, dann synchronisieren wir das jetzt trotzdem noch einmal. Dass ich das nicht schon getan habe, ich bin mir gerade nicht sicher. Ach so, das hat er tatsächlich dann noch mitgespeichert. Okay, dann war der Weg hier oben hin völlig sinnlos. Sorry. Tatsächlich aber aus Spaß und der Freude probiere ich jetzt mal einen anderen Eingang. Ich weiß nicht, dieses blauer Feind heißt wahrscheinlich, ich darf sie nicht töten. Finde ich jetzt den Doktor? Da drin wahrscheinlich. Okay. Ne. Wie komme ich da rein? Oh, Jesus. Hallo? So, hinter mir ist niemand. Ach, das ist ja. Jetzt bin ich tatsächlich ja wieder hier. Das ist ja sehr lustig. Weiß ich zumindest ungefähr, wo ich bin. Nicht wirklich viel bringt. Kann ich hier irgendwo hoch? Also hier bin ich reingekommen. Ist ja eindeutig da rein. Da sind ja auch irgendwelche Menschen. Menschen. Ist jemand um?
Ah, das war mit Aussichtspunkt gemeint. Ach so, weil ich da jetzt reingucken kann. Jesus. Warum? Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. What? Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat, Jungarzt. Was? Oh Gott. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. John Allison, eliminieren. Das Gebiet der Kunden. Gelegenheiten identifizieren. Schwester, Infiltrationsgelegenheit. Junger Arzt, Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Den Elektrophysiotherapie-Sitzung stoppen. Keine einzige Kugel abfeuern. Wichtigen Personen zu entdecken. Das ist eine wichtige Person. Ich glaube nicht, wo die Schwester ist. Wer schreit da? Das ist die Schwester. Wurde sie eingesperrt? Komm ich zu ihr hin? Ist sie draußen? Nee, sie ist hier unten. Geh da mal rein. Geh da mal. Sorry. L1! Verzeih, das ist nicht meine Schuld. Shit, wie komme ich da hin? Keine einzige Kugel abfeuern. Ich betäub sie jetzt gerade erstmal alle. Sie sind halt alle blau, das verwirrt mich. Er hat mir zwar noch nichts gesagt von wegen hier, du darfst sie nicht töten, aber... You never know. Warum komme ich denn nicht diese Tür nicht durch? Oh, Mist. Ich glaube, ich muss dann doch nochmal raus, um zu ihr zu kommen und durch den Eingang quasi gehen. Okay, dann machen wir das so. Ja, lass ich erstmal liegen. Ich habe doch schon wichtige Personen identifiziert. Na, jetzt. Jetzt habe ich ihn und sie. Habe ich noch andere wichtige Personen? Geh doch mal weg, das nervt mich. Ja. I did it. Ich hasse, wenn irgendwelche Tipps da irgendwie endlos rumgammeln. Geh erstmal nach rechts. Da ist doch so ein Eingang. Da würde ich gerne rein. Mich erst mit der Schwester sprechen. Das ist nur die Frage. Okay, da ist so jetzt niemand. Sie ist jetzt quasi direkt unter mir. Ist da noch sonst noch jemand? Jetzt mal runter. Roll dich noch mehr komisch herum. Junge Frau? Wie kann ich mich denn mit ihr unterhalten? Es vibriert?
gerade ein bisschen verwirrt. Achso. Oh, ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf, es tut mir leid. Vorteil, alle Türen in der Anstaltstrategie mit der Schwester reden. Yeah, thank you. I tried this. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe, ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Oh. Na, Sie wissen ja, wo Sie mich finden, Sir. Ach, da läuft die Sir. Ich warte hier. Ja, kein Ding. Ich würde nur noch kurz... Was ist mit ihm jetzt genau? Junger Arzt, Vorteil. Schaltet einzigartiges Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um in den Operationssaal zu erreichen. Die Leiche verstecken. Okay. Probier jetzt erstmal das mit dem Schlüssel. Ich glaube, ich kann auch nur eine Sache. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Wer ist denn? Der Typ mit dem Schlüssel ist da oben. Ach so. Ja, gut. Gut. Oh Gott. Verwirrt. Ich muss mit Schwester Nightingale sprechen. Ja, ich weiß. Was zu tun ist. Ich muss mir eine andere Arbeit suchen. Sollte ich jetzt vielleicht nochmal verstecken? So, hier vielleicht drinne. Gut. Okay, keiner mit, ihr seid alle doof. Das gefällt mir. Ja. Ich glaube, sie ist kaputt gegangen. Ich muss mit Schwester Nightingale sprechen. Oh, oh. Scheiße, wo kommt der lang? Spricht so viel. Oh Gott, ey, die hören alle nicht mehr auf zu labern. Jesus Christ. Oh Gott. Stehen. Jetzt kommt er wieder hier runter. Jetzt werden sie aber anstrengend. Oh shit, das ist nicht gut. Komm zurück, ja, komm zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Ah, okay. Verdammt. Mist, ich wollte nach der Folge eigentlich die Aufnahme jetzt doch mal beenden, aber... würde ich das schon gerne noch durchkriegen. Folg ihm gleich einfach. Wenn er wieder zurückgeht. Der Typ da ist sowieso so vom Feuer fasziniert, der kann mir egal sein. Und weiter oben ist jetzt, glaube ich, niemand mehr. Nee, da war eben noch der eine Typ und der ist ja gerade runtergekommen. Oh Gott, bitte sieh die Leiche nicht. Geht alle. Ignore. Muss ich jetzt hin? Muss ich hier den Schlüssel wiedergeben? Ich gehe einfach mal wieder runter. Völlig verwirrt. Ihr habt den Schlüssel. Und wie geht's jetzt weiter? Dieser Doktor. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. Ah. Ich werde Miss Nightingale informieren, dass ich nie wieder für diese Anstalt arbeiten werde. Grüß Sie von mir. Wir kennen uns nicht, aber naja, trotzdem.
Gut, jetzt kann ich mich quasi, jetzt kann ich quasi da rein. Achso, der ist irgendwo da drunter. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Allerdings würde ich sagen, das finden wir dann in der nächsten Folge weiter heraus. Zunächst hoffe ich, dass euch diese hier gefallen hat und dass ihr das nächste Mal dann wieder mit dabei seid. Bis dahin.